So, jetzt werde ich mal wieder geheilt. So, Merko unternimmt den Rest. So, wo muss ich denn jetzt rein? Ich gehe erstmal. Ja, geh mal erstmal hier hin. Das ist eine Elite. Das war wieder so eine Falle, wieder, dass ich nicht Durchblick habe. So. Oh, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Oder hier so ein Event, keine Ahnung. So. Dann prüfen wir das mal nach. Kriegen hier auch noch XP ordentliche. So. Weil wir haben jetzt hier noch ganz viel zu tun. So, 14 gegen 30. Da ist ein Elite, da fange ich jetzt nicht damit an. So. Ich musste mich nur ein bisschen konzentrieren. So, so geht das. Geschichte ist Geschichte. So. So, die sind auch Geschichte. Und jetzt gehen wir endlich mal hier rein. Das ist die nächste Mission, Punkt Ziel. Wenn sowas ist, alle angreifen. Wir kriegen da auch richtig fatte Punkte hier. Eine Mergo hält mir immer wieder. So. Kriegst du mal Level up. Schon mal gut. So. Der ist auch Geschichte. Auch Geschichte. Ach, da ist ja noch einer. Das ist auch Geschichte. Immer alle töten, 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 töten. Ach, wir sind überhitzt schon. So, Level up. Es geht doch. So. Mal gleich mal aufgesammelt wieder hier die Scheiße und jetzt haben wir jetzt den letzten Teil des Questes. So, mal gucken, was der zu sagen hat. Autorisierung, Autorisierung, Identifizierung nicht möglich. Stehen bleiben, stehen bleiben. Was geschieht hier? Kommt ihr von Lord Gratan? Seid ihr ein Eindringling? Identifizierung nicht möglich. Ich komme allein. Lord Gratan ist mein Feind. Aber wer? Gestehen kann ich. Stopp. Neuzuweisung der Prioritäten. Ich bin Fenrich Tolbashan. Gewährleistungsmilitärdienst Nummer 218A697. Bitte, schickt euch die Herzogin. Bitte helft mir. Euer Captain schickt mich, um euch und die anderen zu befreien. Wir haben versagt. Wir konnten uns nicht verteidigen. Gratans Leute nahmen uns gefangen. Für Experimente. Die Wissenschaftler bohrten unsere Köpfe auf und steckten uns in Droiden. Identifizierung Modell OHK 99. Sie programmieren uns für fortschrittliche Intelligenz.
Verbesserte Kampftaktiken. Meine Leiche liegt dort drüben. Ich kann sie sehen. Sind die anderen Soldaten noch am Leben? Ich bin der Letzte. Die anderen wurden umgerüstet. Sie können nicht reden. Nicht ungehorsam sein. Aber sie denken. Sie fühlen. Bitte hört zu. Ihr könnt uns abschalten. Sendet den Abschaltcode von der zentralen Steuerungskonsole. Bitte, ihr könnt dem ein Ende machen. Benutzt die Steuerungskonsole. Ich kann nicht mitkommen. Motor und Kampfsysteme außer Funktion. Macht, dass die Schmerzen aufhören. Gut. Wir müssen den armen Jungen mal retten. So. Marco findet aber immer den Weg, ne? Marco. Ja, wie es aussieht, krieg ich mal bald einen neuen. Ah, dauert auch nicht mehr lange. Ich glaube, auf zwei Planeten oder so. Ups. So, der ist erledigt. So. Ja, da unten steht's. Was mache ich jetzt? Jetzt könnt ihr entscheiden. Ich habe da jetzt den guten Weg jetzt eingeschaltet. Oh, Geschütze! Haben aber wenig gebracht, die Geschütze. So, hier gebe ich kleine Abkürzung. Mergo ist schon wieder mitten da drinne. Mitten bei. So, und jetzt gebe ich den letzten Quest ab. Jetzt muss ich was aktivieren. So. Geschafft. So, dann kommt der nächste Quest. Oh, so. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Und gucken mal, was hier so los ist. So. Das wird der nächste Quest. Quatsch mal die Tante da hinten an, wie sie aussieht. So. Ja, ein gewalttätiger Eindringling, der Lord Gratans Anwesen verwüstet. Ich applaudiere euch. Ich bin Isma Brengel, einer der Wissenschaftler, die von Lord Gratan verpflichtet wurden. Ich würde gerne dafür sorgen, dass eure Zerstörung dieses Ortes höchst profitabel ist. Ihr seid froh, weil ich Lord Gratans Anwesen zerstöre? Mehr als froh. Mir schwindelt vor Glück. Vor 3 Jahren brachte mich Lord Gratan dazu, für ihn zu arbeiten. Er versprach beste Möglichkeiten in aufregenden Studiengebieten. Stattdessen wurde ich eine Gefangene für die Sklavenarbeit an den irrsinnigen Kreationen, mit denen Gratan sich verbessern will. Ein undankbares Leben. Das ist das Risiko dabei, wenn man für jemand anderen arbeitet. Alle Menschenrechte einzubüßen? Das scheint mir ein wenig viel, findet ihr nicht? Gratans Kybernetikforscher, ein sadistischer Haufen Abschaum, entwickelten Cyborg-Körperteile, die sich regenerieren. Diese Technologie wird die Kriegsführung revolutionieren. Sie ist ein Vermögen wert. Ich habe einen Käufer an der Hand, der eine Cyborg-Armee aufbauen will.
Ihr bekommt 60% meines Profits, wenn ihr die Kybernetik-Forschungsunterlagen stehlt. Bei so großzügigen Bedingungen, glaube ich, kommen wir ins Geschäft. Ausgezeichnet! Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Es gibt noch einen Haken an der Sache. Ihr müsst die Hauptkonsole aktivieren, indem ihr von den Außenterminals aus die Überbrückungsbefehle eingebt. Gratan beschützt seine Computer mit tödlichen Sicherheitskräften. Kriegsdroiden, Cyborgs und sogar Gentechnikwaffen. Rechnet mit schwerem Widerstand. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nehmt diesen Datenstift. Steckt ihn in die Hauptkonsole von Gratans Zentrallabor. Der Stift wird alle Daten herunterladen, die wir benötigen. Wenn ihr das erledigt habt, bringt mir den Stift. Ich kümmere mich um den Verkauf und überweise die Credits auf euer Konto. Geht jetzt! Rasch! So, okay. So, wo ist das? Geradeaus. Gut. Was ist denn oben los? Ist da jetzt irgendwas aktiviert? Ach, zwei Quests kann ich da abgeben jetzt. Geil. So, dann gehen wir jetzt mal da runter. Jetzt hier rein. So. Ich nehme einen Boni. So, immer testen. Naja, das hat noch gerade so gewirkt. So, ich muss da lang, gut. So, jetzt muss ich hier runter. Geht's hier lang. Und da ist noch ein Generator. So, jetzt muss ich beachten. Ah, jetzt so. Was ist da? Nee. So, klack. Terminell eingeschaltet. So, und da oben ist jetzt noch einer. Terminell, deswegen gehe ich jetzt mal hier hoch. Ja, der muss erstmal aktivieren. Dankeschön, du Drecksack. Naja. Ah, ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich habe Aufnahmezeit. So, zack, erledigt. So, jetzt geht's hier runter. So. Andere Seite muss ich. Dann habe ich diesen Quest auch drin. Ganz kurz mal den anderen Level. Stufe 10, na gut. So.
Zu der dann.